Sonne. Heute ist wunderschönes Wetter, allerdings gut pustig. Also ich mag das, aber für die Aufnahmen jetzt bestimmt ein bisschen störend. Der eine oder andere Liftzug wird wohl auch vor dem Mikrofon keinen Halt machen. Ich kehre hier im Grunde genommen zu dem Ort zurück, wo mein vorletztes Video begonnen hat, aber das vorletzte gedrehte von meinem anderen Kanal. Ja, und da bin ich auf was gestoßen an dem Tag. Heute ist es wohl soweit. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass irgendwer da draußen mir auch nochmal weiterhelfen kann. Ich habe auch schon ein paar Menschen gefragt, was sie davon halten. Wie gesagt, bei dem Thema immer in die Selbstverantwortung gehen. Aber heute kehren wir an den Ort zurück. Ich bin schon fast da, an dem ein Pilz wächst, der ganz nach einem aussieht, den ich mir schon immer mal vor meiner Nase wünsche, dass der mal zu mir kommt. Und ja, ich stehe schon davor. Ich gucke gerade mal, ob woanders noch was ist. Heute auf jeden Fall fange ich mit dem Pilz an. Und falls da draußen Sachkundige sind oder auf jeden Fall Menschen, die den schon kennen, ihr könnt ja mal unten in den Kommentaren vielleicht mal weiterhelfen. Wäre eine riesengroße Hilfe. Wir sind da mal sehr dankbar für. Und dieser Pilz, von dem ich schon so lange träume, dass ich ihm über den Weg laufe, nennt sich Austernseitling. Und wahrscheinlich ist das jetzt soweit. Sollen wir mal gucken, ob er das ist? Ja, also meine Recherche und auch die Recherche, also ich hab schon um Rat gefragt bei einigen Menschen, die da Bescheid wissen. Soweit sieht das sehr gut aus. Es gibt da ja nicht ganz so viele Verwechslungsgefahren, aber man möchte natürlich auf Nummer sicher gehen. Ich lasse sie auch heute an ihrem Platz, ich nehme da nichts mit. Ja, genug gesabbelt. Zeige ich euch mal, worum es geht. Da! Wir kommen näher, ich bin ja im Weitwinkel, ich muss hier mal gucken, dass ich eine gute Stelle finde. Ja, ein bisschen rutschig, ein bisschen pieksig, guck mal, den will ich nicht im Auge haben. Aber hier die Geschichte. Da. Ah, das wird so nix. Ich muss doch nochmal drumrum tigern und das irgendwie von der anderen Seite machen, das ist zu rutschig, da kann ich mich noch nicht halten. Ja, und die Dornen oder ach, ich sag einfach Pika, die sind auf jeden Fall. Ach, und hier noch andere Pilze, guck mal. Den habe ich in dem anderen Video dann auch gezeigt. Das müsste der österreichische Prachtbecherling sein. Aber wie gesagt, das ist hier meine Abenteuerreise, ich bin kein Fachmann. Ja, und jetzt kommen wir hier von der anderen Seite mal ran. Ja. So sieht das aus. Dann können wir noch mal ein bisschen so gucken. Vielleicht kommt da was bei rum. Es wäre schön, wenn das einer ist. Ich kenne den von den Farmen ein bisschen anders, aber ich weiß durchaus auch, ist das schön. Ich weiß durchaus von anderen, dass die Farbe des Austernseitlings durchaus anders sein kann. Ins Bräunliche, in so einen Grauton. Deswegen, ja, und was haltet ihr davon, wenn wir hier ein bisschen weiter rum gucken? Hier war ich letztens auch, aber ich würde in eine andere Richtung weitergehen, so in die, soweit ich da durchkomme. Das ist für unsere Verhältnisse hier schon dickicht. Ja, spazieren gehen im Wald, was eine Wohltat. Ach, wie schön. Halten wir mal die Augen offen. Auch guckt euch das mal an hier, die Optik hier mit dem Moos. Das ist eine wunderschöne Sache. Ihr habt bestimmt ganz viel Hintergrundgeräusche. Ein bisschen in der Nähe ist noch die Straße, aber wir entfernen uns von ihr. Es wird bestimmt aufhören, auch wenn rechts dann nochmal die Bahnschienen sind. Auch ein Stückchen. Das ist schon ein Bereich, wo ich Pilze pflücken würde. Aber nicht muss, wenn ich bessere Stellen habe, würde ich noch ein bisschen weitergehen. Aber oh, guckt euch das an. Ist das nicht schön? Die Natur. Ach, herrlich. Hier komme ich aber nicht weiter, sehe ich jetzt gerade. So viel zum Dickicht. Da will ich mich jetzt auch nicht durchkämpfen. Wir haben da so ein bisschen Senke und das hier durchaus so ein bisschen, ja, sumpfig.
wodurch ich auch aufpassen muss, dass ich nicht irgendwo mal 20 Zentimeter in die Tiefe einsacke. Hier sehe ich jetzt nichts am Pilzen. Von da komme ich. Hier ist ein bisschen zu dicht. Ja, schauen wir mal weiter. Machen wir einfach mal eine schöne, gemütliche Runde. Ich rede heute auch mal ein bisschen weniger und lasse einfach mal die Eindrücke für sich selber sprechen. Auf jeden Fall das mit dem Auslandseitling, das ist eine super Geschichte, wenn er das dann wäre. Ja. Muss ja immer vorsichtig sein, ne? Also für mich ist das ein Hobby, ich bin kein Fachmann, kann mich nur wiederholen, geht da bitte in die Selbstverantwortung. Und ja, spannend, hier ist die Stelle, da haben wir ihn wieder Auslandseitling, hier bin ich gerade hochgekommen. Hier gibt es auch andere schöne Stellen und Totholz und Bäume, ach wisst ihr was, da kommt der Zug. Nee, dann wollen wir mal flüchten, hier kann ich jetzt runter. Kommen aber keine großen Züge vorbei, immer diese zwei Waggonzüge, also ne, mit der Lok dran. Ach, keine Ahnung, ich bin da nicht so fachkundig. Genauso wenig wie beim Pizza sammeln, aber für mich habe ich schon sehr viel rausgefunden, was ich mitnehmen würde, wo ich mir sicher bin. Ja, auf jeden Fall immer Respekt haben und ganz viel prüfen und sich auf jeden Fall ja, sicher sein. Vielleicht finden wir ja noch mehr von den Austernpilzen, aber Austernseitlingen. So sieht das hier gerade aus. Ist das nicht schön? Richtig schön. Ich hoffe, mein Speicher spielt heute mit, weil beim letzten Mal wurde ein bisschen dazwischen gegrätscht. Irgendwie gab es da ein riesen Update von Google und das war nicht so gut. Das konnte ich nicht mal bremsen, das konnte ich nicht pausieren, das hat mir irgendwie alles verschossen. Hier könnte ich mal versuchen reinzugehen ein Stück. Oder? Ja, ein bisschen sumpfig noch. Könnt ihr mit mir aber ein bisschen die Augen offen halten. Also wenn ihr mal irgendwo was seht, ihr könnt unten immer die Uhrzeit reinschreiben, also die Zeit des Zeitpunkts des Videos. Und wenn man darauf klickt, wird man genau an die Stelle gepackt. Falls ihr mal was seht, was ich nicht sehe, könnt ihr mich darauf aufmerksam machen. Machen andere auch hin und wieder. Oh, guckt euch das mal an, ist das schön. Ist das schön. Au! Kopf runter. So. Ja, ich werde ein bisschen agiler jetzt heute, muss ich sagen. Im Vergleich zu den letzten Tagen ist es ein bisschen besser geworden. Ach, wird schön. Und die Sonne begleitet uns auch noch immer noch hier. Komme ich hier irgendwo rein? Nein, da sind so viele kleine junge Bäume, da möchte ich gar nicht zwischendurch. Aber ich sehe durchaus hier Pfade. Könnt ihr das erkennen? Hier geht was durch. Habt ihr auf jeden Fall Rehwechsel etc. pp. schon beobachten dürfen. Ach, hier haben wir noch so einen roten. Gibt bestimmt noch ein paar mehr, wenn ich suche. Hier, das Exemplar. Sieht aber nicht mehr so fresh aus. Jetzt hätte ich fast nochmal gestoßen. Das gibt's doch nicht. So, das ist hier so mit Totholz. Ist immer gut. Also ich habe mir sagen lassen, der Auslandseitling, der wächst auf jeden Fall auf Totholz oder so alten Baumstümpfen. Ist ja, also es ist ja auch irgendwie Totholz, ne? Und das ist hier eigentlich so ein Terrain. Sollen wir mal hochkraxeln? Komme ich da durch? Ah, da ist das Tierheim. Ja, das lassen wir mal. Aber die Sonne nehmen wir nochmal kurz mit und dann schwenken wir hier gleich wieder rüber. Also das ist hier, ich mag diesen Bereich so gerne, laufe ich so gerne längs. So, hier können wir mal gucken. Also ein Terrain für Pilze ist das definitiv.
Nur jahreszeitenabhängig haben wir jetzt derzeit ja. Hi! Seht ihr sie? Oh, sweet! Das sind Kohlmeisen. Spannend. Ja, ich kann ja mal versuchen, sie näher ranzukriegen. Jetzt finde ich sie nicht auf dem Bild. Doch, da. Links und rechts. Vorne ist eine Taube. Da hinten ist noch eine. Oh, da eine Tannenmeise, habe ich jetzt gelernt in den Kommentaren in einem anderen Video. Ach, was schön. Wenn man hier mal stehen lässt, die. Also scheuwahnsinnig, ne? Also ihr müsst verstehen, Weitwinkel ist immer so ein bisschen mehr Action-Modus. Das heißt, auch wenn ich mich drehe, sieht das für euch viel schneller aus, als für mich das ist. Oder wenn ich um mich rumschwenke. Ja, gehen wir mal zu den Pilzen weiter. Uns mit ihm mal weiter Futter suchen und Nistmaterial und was weiß ich, was sie gerade vorhaben. Ja. Oh Mann, ist das süß. Hi. Ist das süß. Ja, ich bin zu weit weg für euch, ich weiß. Ich möchte jetzt einfach diesen Moment nicht unterbrechen. Jetzt bin ich aber geblendet von der Sonne. So, wo kann ich denn hier mal längs? Vielleicht kennen die mich auch schon. Kann ja gut sein. Bin ja öfter hier. So, wir tingeln mal weiter. So, hier geht das lang. Oh, hier auch spannende Pilze. Guck mal, seht ihr das? Gehen wir auch mal ganz nah ran. Was haben wir hier unten? Echt schön. So, da kam jetzt wer. Jetzt war ich so in der Ruhe. Ah, da fing der Schäfer an, Horn zu bellen. Ich erschrecke mich ja nicht so schnell, aber beim Schäferhund habe ich ein Ereignis aus der Kindheit. Vielleicht liegt es daran. Ja, ah, hier können wir auf jeden Fall mal weiter reingucken. Guck mal. Och, ist das schön. Was ein Träumchen. Was schön. So. Ne, ich muss mal anders lang. Ein bisschen problematisch hier. Aber es geht durchaus. Machen wir mal hier. Ich kann noch nicht auf die Dinger raufstiefeln, weil das wird ja ein bisschen rutschig sein, denke ich. Die schöne Mooslandschaft wird hier möglichst auch heil lassen. Oh, hier sind wieder Dorn. Hoffentlich bleibe ich nicht hängen. Nee, das geht. Ach, hört ihr das? Hier auch wieder diese Pilze, diese Antennen. Ja, Pilze habe ich trotzdem noch nicht gesichtet, so andere, die wir kennen. Hier geht's durch. Oh, wie schön. Und das werde ich euch mal ranzoomen, wie ich das hier schon sehe. Ne, die ganzen... Ist schon eine feine Sache. Da alles Meisen, mit Meisen voll da vorne. Ach, was schön. Richtig viele. Spielen an den Bäumen. Weiß nicht, was ich. Als wären hier keine Pilze irgendwie. Ich finde nichts.
Aber muss ja auch nicht immer sein. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Wo gehe ich denn da durch? Da könnte ich durchkommen. Anderen Weg zurück. So. Ja. Hier geht's weiter. Wisst ihr, wo wir hingehen? Mein Ort, wo ich noch nicht zu suchen war. Ich meine, da bin ich mit euch noch nicht rumgeschiefelt. Ach, die Sonne, herrlich. Das kann ich gebrauchen. Ein bisschen Vitamin D. Hier wachsen Pilze. Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Möchte ich jetzt auch nicht näher ran. Ich muss ein bisschen meine Kräfte einteilen. Na, also noch lockt mich was noch da. Wir können ja beides ein bisschen abgrasen, ein bisschen Luft haben wir ja. Ich versuche mal heute so vielleicht an die 30 Minuten ranzukommen, also nicht länger zu machen. Ja, mal gucken. Ach, ist das schön. Oh, da wachsen richtig viele Pilze. Da kann ich nochmal rangehen. Ja, jetzt sehe ich viele Pilze, aber sind natürlich nicht die gesuchten, aber wir können ja einfach mal loslassen, was wir im Pinsen finden könnten. Aber wenn ich mir das hier so angucke, ist das nicht hier was von einer Birke? Birkenpolling wird das nicht sein, denke ich. Er sieht noch ein bisschen anders aus. Ich meine, der hat noch eine rote Seite. Ist das ein rotes Blatt? Ja, und das findet sich hier überall wieder. Am Baumstamm da hinten. Schon spannend hier. Da ist eine Meise. Hier ist eigentlich auch so ein Terrain für Eichhörnchen. Aber ich muss sagen, ab jetzt. Da habe ich doch irgendwas gesehen gerade. Ne, überall bewegen sich Vögel. Was haben wir da denn? Ein super langer Schwanz. Na gut, ich zitter schon. Lass uns mal weitergehen. Da muss ich auf jeden Fall zwischendrin mal Pause machen und ein bisschen was trinken. Dann noch mal ein paar Aufnahmen. Ja, stiefe ich da einmal durch und dann links rüber? Oder gehe ich gleich links rüber? Nö, hier durchstiefeln. Vielleicht war ich ja auch schon mal mit euch. Ich weiß es nicht. Ich habe hier auf jeden Fall mal... Ach, ist das nicht sogar die Stelle? Ja! Kennt ihr die? Das war einer der letzten Pilzvideos. Das ist genau die gleiche Stelle. Und ja, spannend. Hier hatte ich auch Eichhörnchenbegegnung in dem Video. Wer es verpasst hat, ich verlinke euch das mal oben. Ich habe da sehr viel gequatscht. Beziehungsweise viel erzählt von bestimmten Dingen. Aber wenn ihr ein bisschen vorspult, könnt ihr auf jeden Fall mit Waldbaden gehen. Da gibt es einiges. Oh, ich mag das. Hier ist so schön. So, wie kommen wir hier durch? Ich glaube, jetzt muss ich klettern. Ducken. Jetzt. So. Ach, wird schön. Kann man erzählen, was man will. Also hier ist bestimmt irgendwo noch was zu finden. Ja, guck mal. Rede ich gerade von? Was habe ich da denn gefunden? Also hier haben wir auf jeden Fall was gefunden. Das sind aber auf jeden Fall... Die verteilen ihre Sporen. Aber es gibt ja Pilze im Frühstadion, die nachher so aussehen. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin, um euch das zu zeigen? Moment. Wir haben ein nettes Grüppchen. Sehen aber anders aus als die, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob die so groß werden können. Hier könnt ihr das auch richtig sehen, was da an Sporen drin ist. Die Beutel sind voll. Ja. Krass. Schon echt
Oh, der Baum. Ich mag das total gerne. Hier stehen auch noch mehr. Da vorne steht einer, da steht noch einer. Bestimmt, wenn ich hier rumlaufe, verteile ich ein bisschen Sporen. Hier. Die sind aber echt alt. Da haben wir noch ein Grüppchen. Hier. Ja, weiß ich nicht. Ich mache noch mal ein paar Nahaufnahmen. Vielleicht ist ja mal wieder so ein Experte dabei und kann bestimmt weiterhelfen, was wir denn hier vor uns haben. Es gibt ja solche, die so ähnlich aussehen, von denen ich glaube, die könnten das tatsächlich auch sein. Die sind in einem Frühstadium weiß und die kann man essen. Ja, sollen wir mal weiter gucken? Gucken wir mal weiter. So, hier wird es wieder alles ein bisschen enger und dorniger. Obwohl, hier sind keine Dornen. Ich würde sagen, ich stiefel da vorne doch raus. Alles voll mit Pilzen. Aber mal die am Baumstamm, die ich gerade schon von Namen gezeigt habe, so wie die Birkenporlinge wachsen. Ja, dieses Gebiet lässt mich einfach nicht los. Also hier kann man, glaube ich, stundenlang verbringen und gucken und gucken und gucken. Ihr könnt mal irgendwie Bescheid sagen, auch wenn hier ab und zu mal ein Zug vorbeikommt. Ich kann ihn ja letztendlich dann auch rausschneiden, wenn euch das stört. Das Gebiet hier noch mehr erkunden, auch wenn ich hier nichts mitnehmen werde, glaube ich. Auf jeden Fall, was nah an den Bahnschienen ist. Da, oder näher an den Bahnschienen. Hier geht das. Also es ist immer nur so ein, ja, kurzer Zug, der hier ab und zu mal ganz kurz vorbeikommt, und er ist ja nicht so, dass er hier Gas gibt. Da, mein Exemplar, guckt euch das an. Riesig. Gut. Auf jeden Fall viel Tod heute zu sehen. Ja, das passt schon. Auf jeden Fall ist hier auch Birkenholz zu sehen. Vielleicht sehen die später so aus. Ich weiß es nicht. Kommt, wie es kommt. So, schieben wir raus. Ich hoffe ja immer noch auf den Austernseitling. Ich gebe es ja zu. Deswegen lässt mich das hier auch nicht in Ruhe. Im Grunde genommen müsste ich eigentlich auch ein bisschen die Augen offen halten, nicht nur beim Totholz, sondern es kann durchaus mal so am Baum hochwachsen. So. Und so ein Totholz ist auch richtig gut hier. Guck mal. Wird schön. Ja, das wäre Holz für den Garten. Richtig schönes Holz. Kann das sein, dass ich gedanklich gerade zwei Sachen nochmal durcheinander gebracht habe? Also beim Aussprechen. Austernseitling und Birkenporling. Also falls ich mich da gerade versprochen habe, seht es mir bitte nach. Ja. So. Ja, jetzt bin ich doch hier. Hui. So. Richtig schön. Jetzt zeige ich euch das nochmal näher. Das macht so Laune. Kommen hier die Meisen. Die sind direkt hier. Versuch sie mal raufzukriegen.
Nee, ran möchte ich jetzt nicht. Also hier ist echt alles voll. Ich komme mal näher. Sweet. Es könnten Tannenmeisen sein. Spannend. Kann das sein, dass sie ein bisschen längere Schwänze haben? Eichhörnchen entdeckt. Wo ist es? Da, ich sehe es. Seht ihr es auch? Hm. Sodale. Jetzt haben wir sie alle drauf. Eichhörnchen, verschiedenste Meisen, Rotkehlchen zwar nicht, aber gesehen habe ich es. Ist immer noch was los. Ja, ihr Lieben, soll die Ecke hier wohl fast gewesen sein. Ich mache jetzt aber noch mal einen kleinen Abstecher als einen Spoiler. Vielleicht richte ich das sowieso so ein bisschen so ein. Dann macht das euch auch ein bisschen neugierig, wo es wieder lang gehen kann. Hier haben wir einiges an Totholz. Hier haben wir aber auch einiges an kleinen Pflänzchen. Da muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt rumstiefeln kann. So. Man müsste aber die ganze Zeit den Wind hören. Im Wind haben wir übrigens richtig Glück gehabt hier. Der pfeift nur um uns rum. Mache übrigens im Anschluss von meinen Videodrehs immer auch eine achtsame eigene Runde, ohne irgendwie die Kamera zu zücken, außer ich mache ein paar Fotos für meine Fotosammlung, Datensammlung für die Pilze. Nehme ich auf jeden Fall immer was mit, aber des Öfteren schneide ich das auch mal aus den Videos raus. Dann reicht das auch. Ja, was muck wie hier. Hier gibt es hier irgendwie nochmal so ein paar Richtungen, die wir einlenken. Oh, guck mal, was mir hier auffällt. Das müssen noch alles Buchen sein, oder? Täusche ich mich. Ich bin nicht so affin mit Bäumen, das fällt mir noch schwer, aber die sehen aus wie die in meinem Garten. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass es Buchen sind. Und da eigentlich auch. Wahrscheinlich hatte ich schon die ganze Zeit um mich rum. Das ist durchaus Terrain, wo der Auslandseitling zu finden sein könnte. Ja, also der Holzstamm vorne war definitiv keine Buche. Was es war, kann ich leider nicht benennen. Klar, ich habe so ein paar Vermutungen, aber ich will mich hier nicht ganz blamieren. Das wäre nicht so lustig. Ja. Schönes Terrain hier. Ja, hier sind mir jetzt die Bahnschienen zu nah. Und ich würde sagen, wir gehen da vorne mal ein bisschen weiter. In die Ecke, das da oben, das kennt ihr sogar aus einem Video von mir aus dem Herbst. Ach, was schön. Also, so verändert sich das hier gerade. Jetzt müsste ein bisschen Wind kommen. So, und hier. Ach, wird schön. Na, kennt ihr das noch?
Also ich habe es nicht gebaut, aber die Stelle. Wer mich aufmerksam verfolgt, wird das sicherlich gesehen haben. Aber ich meine, auf dem Thumbnail, auf dem Cover quasi, hatte ich das schon mal mit drauf. So, sollen wir noch eine kleine Zugabe machen? Das machen wir mal, würde ich sagen. Gar nicht so leicht, sich selber zu filmen, wenn man den Arm nicht richtig heben kann, weil ich glaube, so habt ihr keinen Bock drauf. Wird mir auch mal gern unterstellt, dass ich mich absichtlich von unten filme, damit man zu mir aufschaut. Kann man glauben. Jedem das seine. Na, hier haben wir Birken. Da hinten auch sehe ich gerade ältere. Vielleicht finde ich ja auch noch Birkenporlinge. Da könnte ich doch noch mal ein bisschen Ausschau halten. Ich überlege gerade, ob ich da noch mal zurückgehe zu den Birken. Aber ich finde, ich bin hier auf einem ganz guten Weg. Zum einen ist der links, geht er schon wieder raus, also Waldende, so viel Wald ist hier halt. Aber der hat es mittlerweile in Sicht, wie ich zunehmend feststellen darf. So, hier können wir noch mal ein bisschen rein, würde ich sagen. Ja, also hier ist es deutlich windiger. Das merke ich schon. Jo, wisst ihr was? Ich lasse das Ding ausklingen, war lange genug. Habt ihr mal wieder ein bisschen was gekriegt. Zwei Videos hintereinander, wenn es geklappt hat. Freitag, Sonntag, mal gucken. Auf jeden Fall, mich lässt das Pilzfieber nicht los. Das ist wie Garten. Wenn man die Natur wirklich annimmt, in sein Leben lässt, dann tut sich da einfach so viel. Und ich glaube, das ist ein Selbstläufer dann, wenn man das macht. Ach, wie schön. Ich gehe hier noch ein bisschen Auslandseitlingen gucken und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Unterstützung, einfach für alles. Wir sind ja sowieso ein großes Wir. Ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars, und ich bin raus und weg. Ich gehe mal gucken, was ich hier noch so finde.